So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, und zwar eine neue YouTube-Reaction von mir. Und ja, dieses Mal geht's um das Thema. Ihr seht's wahrscheinlich schon. Einen Moment bitte. Damit ich nicht so scheiße rede, muss ich diese Spange rausnehmen. So, wie gesagt, ihr seht jetzt ja schon im Hintergrund das Thema. Ich habe ja 2016 eins meiner allerersten Videos, um genau zu sein, Minecraft Challenges mit dem guten alten Jeremy gemacht. Kann man jetzt inzwischen nicht mehr jetzt, aber ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, damals habe ich mit ihm, wie gesagt, ein paar Challenges gemacht, beziehungsweise vier Videos. Ganz interessant. Ich habe so gesehen, die haben sogar schon Dislikes, Alter. Kann ich aber auch nicht verstehen, weil für mich sind die legendär und einfach nur zum Ablachen. Und da ich jetzt so auch mal wieder Bock habe, mir die auch mal wieder anzuschauen, dachte ich mir, ja, ich mache eine Reaction draus, wo ich auf alle vier Parts reagiere. Eine geht, die drei von denen geht genau 20 Minuten und 2 Sekunden und eine geht nur 12 Minuten. Wird also ganz interessant. Haben wir ein bisschen was zu reagieren. Cool. Und dann würde ich sagen, los geht's mit der ersten Folge. Challenge mit meinem Freund Jeremy. Ich dachte, du wolltest auch sagen, hallo und herzlich willkommen, aber egal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play. Nee, nicht ganz Let's Play, das wird nur ein kurzes... Zum neuen kurzen Video. Kurzes Video. Minecraft. Ja, schon, wir haben jetzt die ganze Zeit verbraucht, jetzt ist es schon wieder Nacht, Mann. Wo ich mich damals immer noch aufgeregt habe, immer wenn es Nacht war. Ach ja, das war noch eine Zeit, wo ich überhaupt keine Ahnung von Minecraft hatte. So gut wie keine Ahnung. Also, Tutorial hat mir schon brutalst geholfen, aber ja, ich war halt auch noch nicht allwissend wie heute. Okay, heute bin ich auch noch nicht allwissend. Aber ja, das waren halt meine Anfänge mit Minecraft. Ganz interessant. Warte, da geh ich mir. Also, die Challenge ist. Muss ich mein ganzes Zeug wieder in die Truhe bringen. Also die Challenge ist von meinem großen, schönen Freund. Ich bin auch einfach mal halbtot. Ich habe nur zwei Herzen. Geil. Super Leistung hier. Ja, Baumhaus. Weil ich bin noch oben, ne? Ich bin noch oben, ne? Ja, da unten steht Jeremy. Ja, ein bisschen vorspulen. Die aufgerissene. Eigentlich sollte. Was? Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Ja, aber ein Creeper hat mir hier die Tür aufgerissen. Ja. Eigentlich sollte das hier ein Wüstentempel sein, aber. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Wir haben uns so in so einem Wüstentempel verschanzt. Wir wollten uns, Jeremy wollte ich glaube ich schon von Anfang an in. Dings bauen, so ein Baumhaus, aber ich war mir anfangs nicht sicher, deshalb, und ja, da wir uns jetzt fürs Erste keine andere Option hatten, haben wir uns einfach mal in den Wüsten-Dungeon verschanzt. Ja, und dann haben wir irgendwann beschlossen, ja, machen wir ein paar Challenges. Ja, ich habe eh meinen YouTube-Kanal aufgemacht und deshalb, ja, kam es dann dazu, dass ich die auch hochgeladen habe, tatsächlich. Und die sind einfach legendär für mich. Ihr seht ja, da ist ein riesen Und ich sehe es gerade, da habe ich noch nicht mal, das ist so, noch so alt. Da habe ich noch nicht mal Doppelpunkt gemacht. Ich glaube, es war eins meiner. Ja, das ist auf jeden Fall eins meiner ersten Videos, aber ich glaube, es ist sogar mein allererstes Video gewesen. Da fehlt sogar noch der Doppelpunkt nach Part. Okay. meiner Wand wegen einem dämlichen Creeper. Ja, das ruiniert hat. Okay, also hier ist die Challenge, in dieses Wasser zu springen. Achso, ja, Jeremy. Wer es als erstes schafft, der gewinnt. Wer es als erstes schafft, wer gewinnt? Kann doch sehen, dass es ein bisschen Videoqualität her schwer zu hören war, aber ich glaube, da hat er sich der Jeremy ein bisschen vertan. Wer als erster schafft, wer gewinnt. Der gewinnt, würde mehr passen, aber ja, vielleicht ist es auch einfach nur qualitativ schwer zu hören gewesen. Lass mal mitschlagen. Vorher wohnte Jeremy hier, aber ja, seht ihr, was hier ist? Das war ein Weg. Ja,
Da oben hat er einem davor geredet, da ist sogar noch sein alter Ofen da am Start. Genau, der musste ja dann umziehen. Weil der scheiß Creeper alles kaputt gemacht hat. Geil, einfach Der geil. Creeper. Ja, sein Ofen ist doch hier. Und seine Also Freunde. Crafty Table auch noch. Ja, ich komme. Moin, Kuh, Wollen ich die bring dich mitschlagen um. Ich machen? bring dich um. Nein, ist mir jetzt egal. Ja, ich bring dich um, ich bring dich um. Ach, mir jetzt egal. Aua. Sterb Wer? nicht! Oh, ein Skelett ist noch am Leben. Wollen wir mitschlagen? Ja, Oh, ich bin doch eh schrecklich. gleich tot. Also was ist das für, hat das für einen Sinn? Und Level 2 ist mir jetzt auch scheißegal. Wollen wir machen mitschlagen oder umschlagen? Was? Was? Na, dass wir uns gegenseitig runterschlagen können, oder nicht? Nein. Nein. Na gut. Na gut. Macht er eh. Wir starten genau, warte. Oh, das war auch eine Katastrophe. Oh nein, ich grab mich gleich runter, ne? Ich klapp mich gleich runter. Drei. Also, dann die Richtung. Haha! Ich wusste einfach mal nicht, was er von mir wollte. Ich hab's einfach mal nicht verstanden. Ich hab mich einfach runtergegraben. Ich sag's ja, einfach legendäre Fails. Und das ist erst der Anfang. Die nächsten Parts sind noch geiler. Wo wir uns diesen komischen Tower of Death gebaut haben oder was das da war. Geil. Aus dem Never. Das Nicht heißt, mehr hier. ja. Alter, was bist du für einer? Da wollte ich nur Oh, er ist besuchen. rosa. Ich probier's mal. Ja, mach das. Währenddessen versuche ich, den Skelett loszuwerden. Ich Und? glaube, ich werde es nicht schaffen. Wow, Gott. Auf geile Sounds könnt ihr euch auch einstellen. Die haben wir aber auch viele. Erst recht im dritten Part oder so haben wir sehr viele Sounds von uns gegeben. Ich sag's euch, das wird so geil. Da muss mein Ball. Da ist mein Ball. Ball. Mich sehe, wie viel Zeit hier ist. Schon wieder. Habe ich aufgepasst? So. Okay. Alter, komm schon! Da bist du gerade runtergeflogen. Warte, ich stehe hier unten und guck dir zu. Guck mal kurz. Bäm. Da ist er. Hi, Kuh. Mann, Kuh, verpiss dich. Ich will sehen, wie er abkratzt. Okay. Warte, jetzt komme ich hoch. Oh, wieso Na, musst du Jeremy überhaupt würde so schon. einen Baum nehmen, ey? Jeremy würde schon erwarten. Da erstmal mit einem High Five. Erstmal los, gib mir einen High Five. Siehst du? Gib mir mal einen High Five. Was mache ich? Was mache ich? Ich suche das Loch. Ich springe jetzt die falsche Runde. Ja. Toll, bin auf falsche Stelle runtergesprungen. Warte, nimm mal dein Bett mit. Ja, warte. Katastrophe. Dann lass mal warten, bis Okay, jetzt erstmal warten, bis Nacht wird. Gut, dann spulen wir ein bisschen vor. Wir können ja nicht die ganzen 60 Minuten oder so hier durchmachen. Nee. Oder sogar länger als Erst ist 60 noch nicht Minuten. begonnen und du musst lebendig. Aus höherer Größe. Aus höherer Größe. Aus höherer Größe. Aus höherer Größe? Ja. Krass. Aufgekratzt. Warte, kannst du meine Leiche schlagen? Probier es mal aus. Hä? Wo bist du denn? Ah, oh, ja! Da hängt er mit den Beinen raus. Nee, Nein, kannst du was machst nicht. du, was machst Ich du, was kann sie machst du? auch nicht. Nein, Nein! nein! Man sieht, ich habe keine Ahnung. Katastrophe. Und du musst dann so machen. Ja, schon mal einfach umher. Genau nacheinander. Jetzt ist es Okay. etwas tiefer, jetzt ist die Chance höher. Hey, So. wieso? Wenn Nein. tiefer ist, ist die Chance nicht höher. Na, dann ist der Boden gleich unter einem und dann kratzt du Nee. sofort ab. Siehst du, seht ihr, ich hab keine Ahnung. Ich habe nicht mal vom Wasser eine Ahnung. Du kriegst egal wie tief das Wasser ist, du kriegst Oh, keinen was Fallschaden. macht hier, weil du überhaupt kratzt? Ich hatte halt keine Ahnung, sorry. Sagt mir ja niemand. Die Zuschauer, ja? Warte. Viel Zuschauer. Wollt etwas Soziales machen? Ich wollte es asozial machen. Ich wollte es asozial machen. Ja, ich will es immer asozial machen. Nein! Ich bange.
Natürlich backst du. Ui. Kannst du es mal lassen? Okay, okay. Ja, da war ich ein bisschen angepisst. Da war ich tatsächlich des Öfteren ein bisschen angepisst. Da war es nicht gerade schwer, mich ein bisschen, ja, ein bisschen zu verärgern. Also da war es echt leicht. Da habe ich mich echt leicht verärgern lassen. Aber ja. Ah, kurzer Cut. Challenge auf weiter! Hallo und herzlich willkommen. Okay, also. Ich glaube, bei der Stelle dachte Jeremy, wir haben einen neuen Part gestartet, ne? Kann das sein? Hallo und herzlich willkommen. Also, ich würde sagen, Jeremy hat geglaubt, wir haben eine neue Folge angefangen. Nee, haben wir nicht. Das war nur ein kurzer Cut. Wir beginnen noch nicht, ja? Wir machen hier zu 3, 2, 1 Start, ja? Hier, mhm. Stell ich mal hier rein. Stell jo. Ich mal hier rein, so. Okay. Also, mich raten, ich grab mich wieder runter. Ah, ja, erstmal High Five. High Five, hier, bitteschön. Das ist mich einmal. Gut. So, ich grab mich wieder runter. Ja, ich bin schon in Position. Wir müssen in das Wasserloch springen. Wer es zuerst geschafft hat, der hat gewonnen. Du immer das. Ich. Oh nein! Jeremy hat es auch versucht. Ist ja schon klar. Und ich bin abgekratzt. Nee, ich lebe noch. Ich lebe noch. Mit einem Herz. Sachen. Ach Gott, du Affe. Wer kennt's nicht? Ich bin fast tot. Wenn du mich schlägst, dann ist finito. Fast. Ja, danke nicht. Ah, Alter! Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast mich geschlagen. Außer sehen. Wenn wir uns jetzt sind, okay, dann machen wir eben hier so. Und nicht nach unten graben. Ja, hast du gehört? Nicht nach unten graben. Ja, schauen wir es nicht. Wo ist das Loch? Ich suche erstmal erst das Loch. Wir müssen in Richtung Tempel gucken. Ah! Mm. Wirklich? Wirklich? Ich bin mir da nicht so sicher. So. Ich bin schon wieder so in Position. Graf ich mich schon wieder runter? Ich mach dir hier schon mal ein Loch. Nee, ich hab hier schon. Ach egal. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hier, warte jetzt nochmal. Oh, hier? Warte, in welche Richtung gehen wir eigentlich? Nee, so, dass ich selber verirrte. Okay, jetzt. Komm her, komm her. Ey, es ist eine Katastrophe. Hier sind zwei. Leute. Also können wir aber auch kein High Five mehr machen. Ich habe noch ein Herz. Ne? Hier unten ist es. Ja, oh, krass. Du hast das Loch, das Wasserloch gefunden. 1A. Perfekt. So, also wir beginnen erstmal mit einem High Five jetzt. Das geht so. Einmal. Sieht aber nur ein halbes Herz gut. Sonst wäre ich tot gewesen. Jetzt nicht nach unten kommen. Mach ich aber trotzdem. Ins Wasserloch zu kommen. Ja, und dort bei. Ja, ich mach's trotzdem. Ich mach's schon wieder. Oh Gott, wo ist das? Da ist es. Ich bin drin. Oh. Wir machen mal noch einen, ja? Das war etwas kurz für mich. Das war etwas kurz. Ich hab vorher wirklich tausendmal versucht und ich hab's nicht geschafft. Pärchenbett. Ich sehe gerade. Pärchenbett haben wir uns hingestellt. Oh, so. Klar. Ja. Oh, es ist so gut. Go! Sand. Sand? Was? Warte, nochmal. Ich glaube, Jeremy hat nur Sand runter. Klar. Ja, der hat nur Sand da hingepackt. 3, 2, 1, go! Ey, Junge. Bitte schön, ja. Bitte schön. Ich hab. Was denn? Achso, warte mal. Show to me. Ich hab das Leben verloren. Genau. Nein, du hast mich geschlagen. Und ich hab vorhin noch das Leben verloren. Cooler Bug. Er hat mich geschlagen, ich habe nur das halbe Herz von dem Schlag verloren und der Fallschaden, den habe ich irgendwie absorbiert oder so. Auch geil. Aber ich würde sagen, schön, ja. Ich würde sagen, mehr in der Folge passiert nicht, oder? Ich glaube, wir kämpfen uns jetzt einfach auf den Baum, ne? Wird dann nämlich zum nächsten Video dann kommen. Kann ich schaffen, wenn du mich schlägst. Ja, anscheinend schon. Oh, du weißt nicht, wie.
Ja, jetzt kann er nur noch eskalieren. Ich weiß. Oh. Jetzt ja, schon, er, das ist unmöglich. Jetzt schon wieder geschafft, ey. Komm ich jetzt auch. Hey. Ah, ach so, ich hab das auf 4 erhöht. Warte. Warte. Damit du es irgendwann mal schaffst. Oh, da bin ich schwer. Das hat er mir extra hier. Ja, stimmt, Jeremy hat es gemacht. Hat er extra hier Dinger jetzt gemacht? Jetzt? Ich verkack trotzdem. Ich krieg's hin einfach. Ist das schwer dunkel? Oh. Ja, würde ich sagen, bin ich die Folge, oder? Ja, die Folge ist auch zu Ende. Okay, gut, dann. Jetzt hast du natürlich, ja, habe ich natürlich keine Chance. Na, dann kommt die nächste Folge, ne? Ja, doch, jetzt geht's. Folge 2. Ich glaube, jetzt bauen wir uns. Ganz mini kleines bisschen immer noch drüber. Okay, mit der Folge starten, das geht eigentlich. Ich bin tot. Ich auch. Also, ey, was für ein Hammerstart, nochmal bitte. Sind wir beide tot? Ich bin tot. Krass. Also, und herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft Challenge. Minecraft Challenge. Ich versuche, wie siehst du nur aus? Ach so, der neuen Skin, ne? Ja. So, die Challenge ich bin ist, die ganze Zeit Steve. Dass ich auf den Turm da komme. Und dass wir, wenn er es geschafft hat... Und er war schon fertig, stimmt, den haben wir, genau, haben wir vorher gebaut. Aus hier, den haben wir hier gebaut. Da hinten seht ihr diesen Feuerturm. Der haben wir uns aus hier... Wie ist das? Diese schwarzen Steine hier. Ich habe so lange nicht mehr Minecraft gespielt, ich habe keine Ahnung mehr. Ne, ihr wisst schon, die schwarzen Steine, wenn man Lava mit Wasser verbindet oder so. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall haben wir den aus diesen gebaut und dann mit Lava umgeben. Haben wir oben ein paar Eimer mit Eimern Lava verteilt und das ist dann darunter geflossen. So. Eine Fresse. Allerdings wird das ein Problem, denn ich... Oh, wo bin ich? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wieso bist du so schlecht? Alter, da war kein Loch. Da war kein Loch. Da war kein Loch. Nein, bin so gar nicht reingefallen. Oh, aber ich kann es nicht sehen, es war... Oh, du konntest es nicht sehen. Schrecklich. Versteckt. Es war versteckt, es war top secret. Ah. Okay. Hört ihr das? Hört ihr das? Das sind meine Meerschweinchen. Die wollen auch ihren Senf dazugeben in dem Video. Ja, stimmt, wir haben ihn natürlich im Kreativ dafür vorbereitet. Aber ich habe noch die Hose. Schon wieder. Ich habe es einfach nicht geschafft, hochzukommen. Schaffe ich es überhaupt in der Folge überhaupt hoch? Schaffe ich es überhaupt in der Folge hoch? Wow, danke. Wow, danke. Ich grab mich so hoch. Und Jeremy so. Ja, wow, danke. Perfekt. Du boss mich hier voll. Top Teamwork, oder? Tja. Wir hätten uns noch Speed-Schränke gönnen sollen. Ja, wäre eine Option gewesen, aber ich kann ja auch einfach vorspulen. Krass, oder? Ja. Dafür gibt's ja YouTube. Oh ja. Und hier sollen wir runterspringen. Das ist die komplette Länge nach unten. Guck mal, Creeper-Köpfe und Zombie. Und sollten wir nicht sterben, wird uns die Lava killen und tja, wer zuerst stirbt, hat eben verloren. Ach, da war die Challenge noch? Das wird bestimmt ich sein. Ich dachte, wir haben... Das wird bestimmt ich sein. Ja, okay. Später haben wir dann noch so ein unten am Turm auch wieder so ein Wasserloch gemacht, da haben wir auch versucht reinzuspringen. Ich bin schwer tot, ah ja. Eine Ruine war hier.
Jeremy jede Menge TNT explodieren lassen. Und die sind was? Das war. Ja. Das ist nur eine Ruine. Was haben wir hier gemacht? Doch. TNT explodieren lassen. Seht euch den Dreck hier an. Ein absoluter Kram. Ruine. Naja, du, wie gesagt, angezündet hast du sie nicht 100%, aber gesetzt hast du sie dazu. Vielleicht war ich so zum Teil. Zum Teil, aber nur. Und die Fackel hast du daneben gestellt. Und es ist aber klar, dass die Fackel sie anzündet. Okay. Okay, anscheinend passiert hier nichts mehr so viel. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Nein! Was? Oh nein, ich bin sehr tot. Moment. Was passiert denn da? Aber es ist ziemlich sexy. Hm. Jetzt erlaube ich mir noch einen ganz kleinen, minimalen Spaß. Wo war ich denn? Nein, 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 nein. Ah ja, ich hab auf Jeremy geguckt. Beste Ausrede aller Zeiten. Wieso? Da probier ich mal wieder. Oh, warte, Jeremy das auch mal. Das wollen wir doch noch mal sehen. Solltest du es eigentlich nicht sehen? So. Ich mach nicht die Challenge. Die Challenge. Ich hab's geschafft. Krass. Die Challenge. Ich hab's nicht. Ja! Nein! Das Schwein nicht da! Ich will jetzt dieses Schwein töten. Du brauchst ja sowieso noch ewig. Also du brauchst ja sowieso noch ewig. Vielen Dank auch dafür. Es kommt nur ein Haufen Scheiße zusammen. Ja. Muss ich auch langsam irgendwie zugeben, aber trotzdem. Irgendwo ist es aber auch lustig und ein Meisterwerk für mich immer noch. Obwohl es wirklich die einen Daumen runter geben, schon verstehen kann, weil es einfach wirklich nur ein Haufen Scheiße ist, was wir hier machen. Erst recht in der Folge, wo ich einfach die ganze Zeit versucht habe, auf den scheiß Turm raufzukommen. Okay, was geschafft. Krass. Das ist einfach Wolle. Wieso hast du denn den nicht zugemacht? Weil ich dachte, das wäre zu. Du hast die Falltür nicht zugemacht. Ja, auch mal sehen doch. Zu deiner Information, er hätte sie nicht zumachen können. Er ist doch darunter gefallen. Einmal. Und dann kann er sie ja nicht mehr schließen. Und dann hat er versucht, die ganze Zeit das Schwein zu töten. Also, im Prinzip konnte er nichts dafür. Aber okay. Einfach mal Jeremy die Schuld geben. Alles klar. Ich dachte, die zu. Das ist aber auch ein geiler Fail. Ja. So hast du aus. Ey, wir können ja noch eine Schelle. Er hat es nicht vergessen, aber okay. So. Ja, mach das bitte. Mach das bitte. Jetzt ist wieder auf. Jetzt. Hä? Man kann unsere Treppe noch benutzen, ist ja schon klar. Ja, nur ich dachte, ich hätte sie gefunden. Mit der Wolle, oder? Nein. Mit der Dörr, was anderes? Offen. Na, haben wir es denn mal? Geht schon los? Ich dreh mich. Das macht Spaß. Alter, du hast das Redstone kaputt gemacht. Hä? Wo? Ups. Entschuldigung. Eskalation mit dem Redstone. Du hast aber dafür Glück gehabt. Ich hätte auch genauso einen Detailer treffen können. Drop Redstone. Passt schon. Hast du es hingemacht? Ich hab's hingebaut wieder. Okay. So. Eins. Los geht's. Und los! Du stirbst! Okay, hab ich doch gesagt! Es war so dermaßen unspektakulär. Ich hab dich einfach einmal nach unten geschlagen und dann bist du in die Lava. Ja, wir beide. Da gibt's nichts Spektakuläres. Wir machen jetzt noch, wir springen von dort runter. Toll. Oh. Aber dann müssen wir dann nochmal hochrennen, Alter. Ja. Okay. Ja,
Jetzt springen wir runter, ne? Ja, warte, wie lange geht die Folge noch? Sag mal her. Ja, jetzt brauchen wir wieder 3 Stunden zum Hochkommen. Wir auch ein bisschen irgendwie nicht. Ja, ich bin schwer tot, geil. Was mache ich denn jetzt so? Auf der anderen Seite ist, also auf der Seite, wo wir. Ich erkunde den Graben, perfekt. Unglaublich. Bester Content aller Zeiten. Wow, ist mein HD. Oh, zumindest das, was beste Qualität. 27p. Ja, also die HD. Und die Zombie-Köpfe sind Dankeschön. Natürlich alle selbst erfahrend, wie man versteht, gell? Du hast dir einfach im Crafting Kreativmodus einfach hier alle gesetzt, aber okay. Das kann jeder. Ach ja, schmeißen wir mal einfach mal Redstone runter. Krieg ich die auch? Nö, die kommen da mir nicht an. Ich glaube, die liegen dann unten am Turm rum. Oder sind denn la. Ah, nächster Part. Und was jetzt? Du hast ihn runtergeflogen. Nächste Folge. Alter, ich habe keinen Plan, wo das ist, Alter. Alter, was? Oh, Lord, ich spawn auf dem Dach. Ach ja. Cool. Ich auch. Spektakulär. Krass. Ja, das machen wir jetzt im Prinzip den Rest der Folge. Ja, mehr hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft. Immerhin grüßt er. Ja, es ist. Nein, ich bin falsch. Oh mein Gott! Oh, ich bin falsch. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, die Challenge war schnell vorbei. Das geht nach 45 Sekunden. Krass. Ich hab's geschafft, Jack. Ich hab's krass. Nein. Props an dich. Ich seh nichts, ich seh nichts. Ich hab's geschafft. Aber das kann's nicht. Nee. Das waren. Ich hab eine Minute. Ja! Alter, ist ich hab's auch schon. Ja, weil du auch ein bisschen zurückgehen musstest. Und es war nicht so hoch. Redstone. Los, lass mal noch. Ja, Redstone. Wer ist am schnellsten schafft in dem Fall? Wie oft? Guck mal, Redstone. Wir haben meistens Kontakt gewonnen, gell? Ja. Ich glaube, gell. Wieder hochgehen. Leider heißt es aber auch für. Ja, ich bring mich um. Dann würde ich schön wieder auf dem Dach spawnen können. Das Menü ist im Weg. Das Menü ist im Weg. Zeig mir doch mal. Ich habe jetzt auf Jeremy geachtet. Was denn für ein Menü? Ach, dein Inventar oder was? Das Menü ist im Weg. Dein Ernst? Menü war im Weg. Das Menü war im Weg. Wie grausam. Dummes Menü, ey. Oh, Alter. Was jetzt? Jetzt fangen die Sounds an. Ja! Ah! Immer schön einen passenden Ton, wenn man abkratzt. Ah, ja. Dann kommt Jeremy in seinem Hachi. 1A. 1A Content hier auf YouTube. Treib mal nicht deine Lage. Wieso? Nein! Ich wollte die Boxen auf! Ah. Ja, die hat mich geschlagen! Oh, von der Tür aus! Respekt! Ja, Respekt, wer es selber macht, würde ich mal sagen. Roffel. Dein Ernst? Tja, damit haben wir.
Tja, mit dem Scheiß haben wir uns damals 2016 in unsere Zeit in Minecraft verschwendet. Geil. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Oh mein Gott. Brenn einfach beide. Das Wasser hätte mich doch retten können, aber egal. Ja, hättest du darin treffen müssen. Oh. Eskalation. Alter. Das war Jeremy, ne? Ich hab rumgeschrien und Jeremy. Ey. Das muss ich nochmal sehen. Komm, gib mir. In die falsche Richtung. Wow. Ich will mal was ausprobieren. Alter. Wie ich rumschreie, ey. Was war denn bei mir in 2016 los, ey? Weil ich so viel rumschreie. Ey, das gibt's doch gar nicht. Renn mal und dann spring runter, ja? Nee, ich meine nicht so, wenn ich da rauf, ja, dann schubse ich dich weiter. Mhm. Seht mich an. Warte, warte, jetzt. Ich war anscheinend fasziniert, wie ich runtergefallen bin und mich von unten gesehen habe. Da war ich anscheinend so fasziniert, dass ich es gleich 50 Mal machen musste. Geil. Jump and run. So, wie weit kommst du? Boah. Wenn ich nach zurückdrücke, dann komme ich nicht weiter. Also, ich hätte auch nach vorne drücken müssen. Dann wäre ich eventuell weitergekommen, ne? Eventuell. Aber wenn ich zurückdrücke, dann komme ich nicht weiter. Dann brauchst du nicht viel von dem Ergebnis erwarten. Aber ich wollte ja unbedingt ins Wasserloch springen. Tja. Ging so schief wie immer. Nur am Anfang hat es funktioniert. Jetzt geht's gar nicht mehr. Ich bin nur am Lachen, ey. Junge, hör auf. Ist gut. Oh mein Gott. Schimmer dein Leben. Ich komm nicht mehr aus dem Lachen raus. Oh mein Gott. Alter, es kommt der Turmfight. Alter, das müsste nach oben schalten. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Nein. Jetzt mal ohne Scheiß. Das müsste eine eigene Challenge sein. Hier auf dem Tower of Death. Hier, lass mal Faust gegen Faust machen. Ich bin mit Absicht runtergesprungen. Mit Absicht runtergesprungen, ja, alles klar. Hier wieder ein gutes Beispiel, wie krass ich rumschreie, ey. Wow. Genau. Oh mein Gott, das war jetzt aber Jeremy. Ey, es eskaliert einfach übelst. Ich würde gerne Fallschirmspringen spielen, aber ich habe keinen Fallschirm. Nein, die gab's doch noch nicht. Oder gab's überhaupt bei Fallschirmen? Nein, doch, es gab doch diese Flying Challenges oder was es da alles gab mit diesen Minispielen. Da gab's, konnte man auch irgendwie so mit so einem Gleiter fliegen. Ging ja auch, aber ich glaube, das gab's in ganz normalen Kreativ- und Dingsmodus halt hier nicht. Nur in den Minispielen. Los. Wieso rückst du mich immer? Wieso bin ich? Gleichzeitig. Richtig krass synchron, ey. Du wirst niemals leben. Hör auf zu leben. Tja, da sieht man mal, wie wir unsere Zeit verschwendet haben. Ja, ja. Ich bin runter. Ja, ich hab gewonnen. Wieso? Ich
ich hab mich selbst umgebracht, ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Hab keinen Bock mehr gehabt. So eine Battle Challenge habe ich aber auch nie gemacht, wirklich. Auch immer dieses. Wie, was war das da immer? Hier, diese Battle Challenges und so, diese Battle Maps und sowas alles, habe ich nie gemacht, ohne Scheiß. Das habe ich nie gespielt. Das hat mir nie Spaß gemacht. Ich habe immer, wenn ich Minecraft gespielt habe, ich habe immer hier das normale Überlebens gespielt. Nie diese Challenges. Nicht Challenges, die Minispiele, die Battle-Minispiele und sowas alles. Habe ich nie gemacht, ohne Scheiß. Hat mir nie gefallen und sowas. Und ja, jetzt macht Jeremy viel sowas und ja. Ich klar, dass ich da schnell die Motivation verliere und lieber dieses Wasserloch springe und die übelsten Sounds von mir gebe und rumschreie wie sonst ein Hörer. Oh mein Gott! Alter, lass mal Faust gegen Faust machen, du hast sogar eine gute Chance. Nein! War auch nicht schwer. Nee, das mache ich lieber. Siehste? Das macht mehr Bock. Mir zumindest. Guck mal, wie ich aussehe. Aber ich glaube, sein Skin wird. Ich glaube, jetzt erinnert er seinen Skin. Ja, ja. Was haben wir jetzt gemacht? Ich glaube, ich kill ihn jetzt. Ja. Du gehst du gerade unter. Er wollte gerade seinen Skin ändern und ich kill ihn einfach. Cool. Muss es sein. Fast. Wie wir einfach den Rest des Parts einfach nichts anderes machen. Und Jeremy hat hier seinen Skin aussucht. Er ist tot. Passiert auch wieder was? Battlefront gemacht, wo ich als Darth Vader verkackt bin, da hatte sich irgendwie verbeugt, sah aus, ob man wirklich kotzen würde. Echt? Okay. Oh, stimmt, nebenbei habe ich noch Star Wars Battlefront gespielt. Stimmt. Für PS4. Inzwischen spiele ich das einfach überhaupt nicht mehr, weil es einfach kacke ist. Erstens Shooten, jawohl. Stimmt, wenn man Darth Vader und so gespielt hat, dann ist es natürlich logischerweise kein Shooter, dann ist es Laserschwert. Ja. Aber sonst war es halt auch wieder so ein Shooter. Mit Star Wars. Ich glaube, da kam sogar ein zweiter Teil raus. Da habe ich es gezockt und da bin ich mit Darth Vader verkackt und hat er sich so nach vorn gebückt, habe ich dann diesen Sound von mir gegeben. Als ob er sich übergibt. Nochmal. Genau den. Hier, guck mal meinen Skin an. Aber ich glaube, die Videos so in Battlefront habe ich nicht mehr. Oder doch, ich glaube. Nee, aber ohne Sound. Ich glaube, auf der PlayStation habe ich die noch drauf, aber ohne Ingame-Sound. Brä. Kopfloser. Eis ist ja der Kopfloser, alles klar. Hier, der hier. Danke für den Anschubser. Hey, ich will ihn. Was ist das hier? Das ist ein kleiner Anstupser. Das ist ein kleiner Anstupser. Oh mein Gott, ich töte dich, ich töte dich. Ich steck's unten, ne? Ey, ich glaube, es kommt nicht mehr, oder? Alter. Da geht nicht voll. Kriegst du Zombieköpfe! Ja, wo ich geschlafen habe, der Zombiekopf. Tut mir leid. Das war aus Versehen. Ich wollte es nicht. Ich bin aber noch hier drin. Scheiße, das war mein Bett. Was machen wir da für eine Scheiße, Alter? Ich liebe es, in dir jetzt zu fallen. Und ich sehe mich auch. Ja. Cool. Ja, jetzt spawn ich da. Läuft mein Tier. Jetzt spawn ich in den Wald. Ich weiß nicht. Nein, aber ohne. Hilfeoption, okay. Einstellungen. Was mach ich denn jetzt so? Nein. Wirklich. Mach ich ja. Nein. Mann, wie kann ich denn aussteigen hier? Das hast du doch irgendwie gemacht. Was? Ich will aussteigen? Wie hast du es gemacht? Wie? Share funktioniert auch nicht. Was mache ich denn hier? Ich will aussteigen?
Falls du aussteigen willst, den Spieler rausfliegen, also nicht mehr mitspielen, das kann nur der zweite Spieler. Zu deiner Information. Ja, cool. Oh. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Ah, letzter. Hm. Zu Minecraft. Jo. So, unsere Energy Drinks Red Bull steht bereit. Wir sind bereit für Minecraft. Unsere neue Challenge. War eine andere Section, genau. Die anderen drei Parts waren alle in einer Section und dann ein paar Tage später oder so, vielleicht auch eine Woche oder so später, haben wir dann hier nochmal alles aufgenommen. In den letzten Part. Steingolem. Sollen wir killen? Das ist auch eine komplett andere Challenge. Ein Steingolem in einem Villager-Dorf oder so killen. Und ja, das war auch eine komplett andere Map. Ich glaube hier irgendwie Skyrim oder so. Wenn ich nicht Skyrim. Wartet. Irgendeine andere Map haben wir jetzt gespielt. Top. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wir spielen im Skyrim. Ja, Skyrim war's. Und ich habe eigentlich meinen Skin gewechselt. Gleich über die Skins. Das ist Jeremys und ja. Das ist meiner. Der endgültige Skin. Ja, mein endgültiger Skin. Den hab ich eine Weile gespielt, bis dann auf der Wii U-Edition hier die Nintendo-Charaktere dazukommen. Dann habe ich, glaube ich, immer Luigi gespielt. Mit dem Schreck weg, wohlgemerkt, mit dem Schreck weg. Man konnte auch normal Luigi und einmal mit dem Schreck weg. Ich habe den mit dem Schreck weg aus Luigi's Mansion gespielt immer. Ja, endgültig konnte ich mich. Bin der Luigi's Mansion Fanboy. Nach vielen Jahren hat er endlich. Luigi's Mansion 3 Hype! Aber wie ich gehört habe, kommt es erst Ende des Jahres. Aber trotzdem Hype. Aber das wird wieder ein richtig geiles Luigi's Mansion. Wirklich, Hype ist real. Vor allem, weil es in dieser Welt nicht viel gibt, wir werden nichts großartig abbauen. Das ist krass. Die Demo-Version. Ja, und stimmt. Wir werden eigentlich wir haben die ja nicht gekauft. Okay. Ich glaube, inzwischen habe ich die aber auch gekauft, glaube ich, extra für die Streams, glaube ich. Habe ich, glaube ich, hier das gekauft. Betten nehme ich jetzt mal mit, dass wir schlafen können und nicht alles verlieren, wenn wir aufgehen. Mann, wo ist denn dieser Steingolem? Aber die Skyrim-Musik, die Skyrim-Map hat geile Musik gehabt. Dann kann ich mich noch erinnern, da habe ich ja extra einen Stream gemacht, wo ich alleine gespielt habe. Und da habe ich dir das ausgecheckt mal. Und das hat richtig geile Musik gehabt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. War so ein Stream von der PS4 aus. Habe ich ja viele gemacht mit Wally und so. So irgendwie so ein Rekord, 9 Stunden oder so Stream. Auch nicht schlecht. Ich bin leider abgekratzt. Mich mit einem Schlag besiegt. Ja. Nicht schlecht. Okay, du hattest nur noch 3,5 Herzen. 3,5 Herzen ist trotzdem ordentlich. Ah ja, nimm mal 2. Yay. Weizen. Voll geil aus. Übrigens, ich muss mal ein bisschen besser sehen. Damit man ein bisschen besser sehen kann, genau, steckt es einfach einen Kürbis auf den Kopf. Und, wo bist perfekt. Du? Setzen wir wieder ab. Oh Gott, wir haben uns wieder komplett verloren. Och Junge. Was mache ich denn da oben? Ich bin gefangen, ey. Tja, ist keine Spitacke am Start, ne, würde ich mal sagen. Alter, was machen wir da? Wir müssen erstmal die Stadt suchen, ne? Ich dachte, wir sind bei irgendeinem komischen Turm. Es wird uns mindestens einer, denke ich, zufolgen. Und dann zeigt dem, beziehungsweise den Zuschauer mal, den einen. Es wird uns mindestens ein Zuschauer zuschauen. Ja, ich selbst. Geil. Wow. 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 Freust du dich jetzt? Ja, ich auch Nacht. Logisch. Inzwischen habe ich ja gecheckt, die Nächte haben auch ihre Vorteile, weil man halt von den Gegnern halt die einen oder anderen wichtigen Ressourcen bekommt. Aber damals war ich einfach nur angepisst von den Nächten.
Ja, ich war einfach ungern nachts draußen. War halt noch ein Noob. Sorry. Leider habe ich nur Samen Was man ja dabei. mal machen könnte. Ich habe leider nur Pilze dabei. Theoretisch. Und ich könnte ja rein theoretisch versuchen, immer Pilze zu besiegen. Ich könnte rein theoretisch versuchen, so einen Cowabunga zu machen, die Skelette Was, ein umschmeißen. Cowabunga? Was? Cowabunga! Powerbonger, hä? Lol. Powerbonger. Nicht schlecht. Der haut den Powerbonger raus, alles klar. Keine Ahnung, was es ist, aber Wir haben okay. sie extra in den Kühlschrank gestellt, damit sie schön erfrischend ist. Oh ja. Hey, Cowabunga! 21,6 habe ich dazu bekommen. Warte. Da ist er, da ist er. Ich habe einen Eisengolem gefunden. 6 geteilt durch 3. Moin, was geht? 2 und 2 plus 1 Läuft bei dem? sind 3. Oh, das läuft bei dir, ey. Bro. Ich glaube, Jeremy hat gerade irgendwas von den Illuminaten gelabert, oder? Wegen Steingolem, greif 3. ihn mal an. Ich bin mit dem Alles klar. Steingolem. Greif ihn mal an. Nein, du hast nicht mehr. Oh mein Gott. Ich will Keine gerade gute Idee. Der killt mich. Der kriegt mir, den krieg ich eh nicht Ich klein. hätte dich Erst recht aber nicht mit dem Pilz. Jetzt verarscht er mich. Hier, siehst du, guck. Tot. Nicht abbrechen. Nicht abbrechen, nicht abbrechen. Wäre ich Ja, beinahe schon. rausgeflogen. Süße, da hätte ich rausgehen können, aber dann wäre Jeremy auch rausgeflogen. Genau aus dem Wenn der erste gleichen Spieler Grund. rausgeht, dann gehen alle raus. Etwas Das geht allerhöchstens, aber Ja, sonst da muss man irgendwo die Betten hinstellen, damit wir uns können nur schlafen können. die Oh nein. Spieler 2 bis 4 Ja, ich bin verlassen. hergekommen. Ich bin noch in meiner ersten Stadt, also bitte. Bitte. Klaut dir jetzt mal ein bisschen Loot, geil. Hey, ich hab wieder meinen Creeper-Kopf. Ich bin ein Zombie-Kopf. Der Zombie-Kopf ist Kulere. Komm, die. Kulere. Stimmt, die kann man sich ja auch noch aufsetzen. Ja, definitiv. Definitiv das Geld wert. Wirklich einer der Texture-Packs, wo sich das Geld. Oder, nee, Ich habe Mesh-Up-Pakete. meine Wo sich erste das Geld wirklich lohnt. Goldleiste für die einen halben Nicht nur von der Musik her, sondern auch, weil gab Goldleiste auch geile Skins bekommen. dazu. Ja, ich glaube, seitdem ich das im Kopf habe, habe ich dann immer diesen Skelettkrieger gespielt, genau. Da habe ich immer diesen Skelettkrieger gespielt und ja. Der war danach dann mein richtiger Skin. Davor war immer dieser Ritter, den ich jetzt Das ist zum so ersten Mal dumm. hatte. Oh ne, ich will ja nicht. Ja, da hat dieses Video sogar geprägt. Nämlich Donnerstag. meinen lange Zeit persönlichen Skin. Auch nicht schlecht. Ich hab Zuckerrohre. Hab fast wieder